Hallo, dies ist Brixi. Uns geht weiter mit I Wanna Be the Boshi. Immer noch im Kampf gegen Solgrin. Mal wieder der übliche Anfangshänger bei der ersten Teleportation. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ist auch ziemlich irrelevant. Naja, ja, wir probieren es weiter. Und bezüglich der Hochlade- bzw. Aufnahmezeiten habe ich mir mittlerweile meine Gedanken gemacht. Und ja, also ich werde jetzt versuchen, dieses Wochenende, speziell heute, möglichst einen Vorrat an Folgen aufzunehmen. Die Folge, die ihr jetzt gerade anschaut, ist ja eh die von der, die für heute. Die werde ich dann auch gleich verarbeiten und hochladen, damit ihr die auch pünktlich bekommt. War schlimm genug, dass die letzten paar Folgen... Naja gut, die gestrige kam ja pünktlich. Die habe ich noch rechtzeitig hochladen können, aber die andere... Oder? Ne, ich glaube, die kamen sogar beide pünktlich. Was beschwere ich mich eigentlich? Und warum springe ich da eigentlich? Ich merke schon, ich bin gerade wieder überhaupt nicht drin, aber... Ja, die Sache mit dem Wetter hat immer noch nicht nachgelassen. Von daher erwartet nicht die größte Konzentration von meiner Seite. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute dann aufnehmen werde. Wird sich zeigen, je nachdem, wie mir die Zeit reicht. Denn ich muss die Zeit ja auch nur nutzen, um für das Mega Man-Rennen zu üben. Da habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass ich dieses Wochenende, danke für den Hänger, dass ich dieses Wochenende bzw. am Samstag Mega Man 4 dann aufnehmen werde. Einfach deswegen, weil ich keine Lust habe, in zeitlichen Verzug zu geraten. Und ich werde Mega Man 4 wahrscheinlich dann heute und morgen noch einige Male durchspielen. Aber mein persönliches Problem mit Mega Man 4 ist halt, ja, einerseits komme ich eben mit den Gegnern nicht wirklich zurecht. Andererseits habe ich dann noch das Problem, dass mir einfach zu dem Spiel nichts einfällt. Ich habe schon die üblichen Überlegungen gemacht, die ich in den anderen drei Spielen auch gemacht habe. Hinsichtlich Waffennutzung in den Leveln, hinsichtlich Waffennutzung gegen die Gegner oder wie ich die Gegner generell besiegen will. Aber da kam halt fast nichts raus. Keine Ahnung, wo die Hänger gerade zwischendurch wieder herkommen, aber naja. Wie lange sage ich das jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung. Was tue ich da? Das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass sie losfliegt. Und hab dann irgendwie versuchen wollen, vor ihr runterzuspringen. Weiß nicht, ich unterschätze aber auch immer wieder die Geschwindigkeit dieser Projektile. Keine Ahnung wieso. Aber den Fehler mache ich immer wieder. Ich meine tatsächlich, dass eine Vielzahl meiner Tode an diesen Projektilen daherkommen, dass ich die Geschwindigkeit dieser Teile falsch einschätze. Zwischendurch dann auch mal
weil ich die Trefferkisten falsch eingeschätzt habe, aber ich glaube primär ist es die Geschwindigkeit, die ich falsch einschätze. Falls man es gerade gehört hat, Baulärm bitte ich zu entschuldigen. Direkt vor unserer Haustür wird gebaut und ja, das Fenster zumachen möchte ich eigentlich nicht wirklich. Einfach wegen der Temperatur. Habe jetzt eh den Ventilator ausgeschaltet, damit man den in der Aufnahme nicht hört. Aber das Fenster wird definitiv offen bleiben müssen, weil ansonsten halte ich das hier nicht aus. Gerade mal überlegen, worüber man reden könnte. Ja, wofür ich meine Zeit dann auch noch nutzen werde, denke ich, während diese Folge hier verarbeitet. Bei Donkey Kong Country 3 ein Problem zu beheben. Ich meine, jetzt ist das Projekt ja schon draußen, beziehungsweise die ersten paar Folgen. Weil ich es persönlich auch wieder ganz gut finde, dass dieses Projekt wieder eins dieser Art ist, bei dem täglich Folgen mit jeweils 50 Minuten erscheinen. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Aber bei den letzten 4 Folgen hat es dann Probleme gegeben. Habe ich wohl beim Aufnahmeprogramm was falsch eingestellt und dann hat es den falschen Lautsprecher ausgewählt. Ein Lautsprecher, der eigentlich deaktiviert war, der gar nicht in Benutzung war, aber aus irgendeinem Grund trotzdem auswählbar war. Ja, und so war halt kein Spielton da. Jetzt muss ich halt diesen Spielton nachträglich noch einfügen, was eine ziemlich blöde Arbeit ist. Ich erstmal schauen musste, an welchen Stellen im Video wechselt die Musik, was kommt dann für eine Musik. Dementsprechend muss ich halt jetzt quasi selber eine Tonspur zusammenbasteln. Es ist halt schade, weil die Videos halt dann keinerlei Effekt haben, sondern einfach nur unser Gerede und halt die möglichst korrekt eingefügte Musik. Aber sonst halt nichts. Na gut, ich meine, Donkey Kong Country 3, ich habe lange überlegt und mich aber dann dafür entschieden, dass ich die Musik definitiv nur nachträglich einfügen möchte. Einfach, ja, weil Donkey Kong Country ohne Musik, das ist für mich ein Unding, weil Donkey Kong Country mit seiner Musik fast so eigentlich noch mehr glänzt als mit seinen spielerischen Elementen. Wobei, ja, die Musik ist eigentlich noch besser als das Spiel an sich. Das Spiel macht optisch was her. Die Spiele. Spielmechaniken funktionieren gut. Sind zwar nicht perfekt, wie ich im Let's Play immer wieder mal gemerkt habe. Weil ich da echt erschüttert war, dass ich da während dem Let's Play mich wieder so blöd angestellt habe. Also ich war definitiv früher besser in dem Spiel. Es lief zwar ansonsten trotzdem relativ gut, aber das hätte besser laufen können. Irgendwann werde ich dieses Spiel auch nochmal im Alleingang durchspielen. Auf die 1 oder 5%. Irgendwann mache ich das. Ich glaube, das wird eher für euch amüsant als für mich, weil Donkey Kong Country, ja, ich meine von der Schwierigkeit her,
einfach ist es jetzt auch nicht. Einfacher als viele andere Spiele. Aber trotzdem noch, sag ich mal, ein Maß an Schwierigkeit, das für Leute, die jetzt im Jump'n'Run-Bereich nicht so bewandert sind, herausfordernd sein dürfte. Gerade für die Leute, die nur das neue Donkey Kong Country kennen. Aber gut. Das Thema lasse ich besser. Worüber könnte man denn noch reden? Man könnte ja mal über zukünftige Projekte reden. Ich meine, was im Rahmen der Mega Man-Spiele ja definitiv irgendwann mal weitergehen wird, auch wenn der Anhang des ersten Teils immer noch nicht fertig ist. Mega Man Battle Network wird definitiv irgendwann mal weitergehen. Weil es auch eine Reihe ist, die ich auf jeden Fall auf diesem Kanal spielen möchte. Weil es meiner Meinung nach eine großartige Spielreihe ist. Und ja gut, ich meine, der Anhang zum ersten Teil, der letzte Anhang, kann immer noch nicht aufgenommen werden. Ich habe immer noch nicht alle Battle Chips. Da habe ich auch keine Lust mehr, die irgendwie durch Cheats oder sowas zu holen. Weil mir das definitiv zu blöd wäre. Wenn, dann möchte ich schon selber geschafft haben. Und musste gerade der losfliegen. Nee, aber Mega Man Battle Network, eine Reihe, die ich auf jeden Fall fortführen werde, wo ich mir aber schon seit längerem bewusst bin, dass es mit späteren Ablegern dieser Reihe doch ein paar Probleme geben wird. Und zwar deswegen, also ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob es 5 oder 6 Teile waren. Wenn wir mal von 6 Teilen ausgehen, also beim 4. Teil weiß ich es schon mal. Und zwar ist da folgendes Problem. Und zwar hat Mega Man Battle Network 4 zwei verschiedene Ableger. Einmal Blue Moon und dann noch Red Sun. Wenn ich mich nicht täusche, unterscheiden sich die Spiele lediglich hinsichtlich bestimmter Charaktere, die vorkommen, und hinsichtlich der Geschichten, die mit diesen Charakteren zu tun haben. Die Hauptgeschichte der beiden Spiele dürfte aber soweit identisch sein. Was ich jetzt schon mal auf jeden Fall machen werde, das ist, dass ich beide Spiele Let's Playen werde, wahrscheinlich auch direkt nacheinander. Einfach deswegen, weil halt diese Unterschiede doch in einem Maß in den Spielen vorhanden sind, wo ich sagen würde, das ist jetzt eigentlich schon wert, dass man zwei Let's Plays macht. Wobei ich dann vorhabe, dass ich im zweiten Let's Play wahrscheinlich, wird das zweite Let's Play dann zu Red Sun sein, weil ich Blue Moon privat auch öfter gespielt habe. Da werde ich dann die Passagen, die in Blue Moon schon gezeigt wurden, werde ich dann wahrscheinlich einfach wegdrücken. Denn die sind ja dann schon bekannt. Aber ich werde dann halt einfach nur noch zeigen, beziehungsweise vorlesen, was in Blue Moon nicht enthalten war. Und dann gibt es eigentlich bezüglich der Spiele noch ein Problem bei einer Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die umsetzen soll. Nämlich die Tatsache, dass es in dem Spiel wie soll ich das formulieren? Es gibt mehrere wichtige Charaktere in den Spielen. Charaktere, deren Auftauchen halt dann quasi eine gewisse eigene Geschichte auslöst. Einen eigenen Teil Geschichte.
Jetzt trifft man, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, diese Charaktere nicht alle an. Sondern erst, wenn man das Spiel zweimal durchspielt. Ich denke, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Spiele dann nicht zweimal durchspielen soll. Und zwar sieht das in den Spielen dann folgendermaßen aus. Wenn ich mich nicht täusche, hat Mega Man Battle Network 4 drei Schwierigkeitsgrade. Und jedes Mal, wenn man das Spiel von neuem startet, man hat quasi noch seine alten Battle Chips. Aber man spielt halt dann quasi auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Heißt im Klartext, die ganz normalen Gegner sind halt stärker. Und ja, an den entsprechenden Stellen kommen halt dann andere Charaktere. Charaktere, die man halt beim ersten Durchlauf nicht antreffen kann. Ist grundsätzlich keine blöde Idee, finde ich. Einen Nachteil hat es halt natürlich eben die Tatsache, dass man die Spiele dadurch schönes Ding. Eieiei. Ja, wie gesagt, das überrascht mich halt in keinster Weise. Was ich hier machen muss, ist auch klar. Dann nochmal drüber springen. Drüber springen, ausweichen, wobei das einfacher ist als im Originalkampf. Da weiß ich nicht so ganz, ich meine, was da kommt, ist definitiv die Spinne, dann haben wir das Ekelhafte. Wo ich aber wahrscheinlich, wobei ich da am besten wahrscheinlich auf der linken Seite ausweiche, dann haben wir wahrscheinlich Sonic, der nochmal auftaucht. Der Stimmlage entsprechend höchstwahrscheinlich ein großer Sonic, dem ich ausweichen muss. Dann halt das hier, wobei ich da dann wahrscheinlich schon versuchen werde, Solgrin runter zu hämmern. Ganz tot werde ich ihn da nicht kriegen, aber ich möchte so weit möglich verhindern, dass er zu seiner späteren, zu der Tunnelphase wirklich kommt. Was danach kommt, ist gar nicht mehr so tragisch, aber naja, dass ich den Kampf lieber schneller beendet haben möchte. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ach ja, dass ich da vielleicht an der Stelle mal erwähnen sollte, bezüglich der letzten Phase, dass ich jetzt gesehen habe, wie der Kampf endet. Gut, ich meine, ich habe nach der Information, ob es die letzte Phase ist, nicht gefragt. Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht böse, dass es mir gesagt wurde, dass das, was ich jetzt gesehen habe, dann wirklich das allerletzte Stück dieses Kampfes ist. Das ist danach dann, sollte ich das irgendwann einmal schaffen, dass es dann wirklich getan ist, dass ich dann endlich den Titel Boshi habe. Ist es gut zu wissen, allerdings stimmt es mir jetzt nicht unbedingt arg optimistisch. Tatsache, dass ich jetzt nochmal durchgekommen bin, ist schön. Ist wirklich schön. Finde ich gut. Und ich denke auch mal, dass es nicht allzu schwer werden sollte, diesen Gegnern allen auszuweichen. Ich glaube, so tragisch wird es nicht. Missing No könnte vielleicht nochmal anstrengend werden, weil man ja die Spinne nochmal gehört hat und die wahrscheinlich dann nochmal zweimal durchs Bild liegt oder so, während man halt auf der Hydropumpe ausweichen muss. Ich schätze mal, das wird das sein. Ich glaube, ein Großteil davon ist wieder Muster auswendig lernen und abarbeiten.
Also jetzt habe ich mich schon minimal verarscht gefühlt. Ne, schaffst du auf die Entfernung? Ja gut, dann komme ich noch ein bisschen näher. Nee, aber ich meine, das meiste davon funktioniert ja immer auf dieselbe Weise. Ich meine, ein paar Punkte schon gesehen zu haben, wie ich damit umgehen muss. Ob ich es dann, wenn ich endlich mal diese Anfangsattacke von Solgrin überlebe, ob ich es dann auch perfekt hinkriege, weiß ich nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade deswegen, weil da natürlich noch ein paar Sachen sind, die ich noch gar nicht sehen konnte, weil die auf meine Positionen losgehen. Und natürlich habe ich jetzt den Faden wieder verloren, bezüglich meinem vorherigen Thema. Ah, Mega Man Battle Network 4. Das mit dem Schwierigkeitsgrad habe ich schon gesagt. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ihr mir da mal eure Meinung dazu sagen könntet. Ich meine, ich weiß ja, dass das Spiel oder die Let's Plays dazu euch nicht so wirklich interessieren. Kann ich auch verstehen. Hat ja mit der originalen Mega Man Mechanik eigentlich gar nichts mehr zu tun, abgesehen von den Charakteren. Ist natürlich für jemanden, der sich jetzt rein für Mega Man als Jump'n'Shoot interessiert, nicht sonderlich interessant. So. Schade, schade, schade. Das hätte noch weitergehen können, aber ich habe jetzt für den Laser eine andere Technik, mit der ich ihm noch ein bisschen mehr Schaden reindrücke. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Was ich mich aber auch frage, wenn sein Schild weg ist und er, naja, dann kurz explodiert und dann abhaut, kann ich ihn dann nicht eigentlich auch treffen? Das müsste ich mal dringend ausprobieren. Wenn ihm möglich sein sollte, könnt ihr nämlich dadurch die spätere Phase nochmal verkürzen. Das wäre sehr gut. Das wäre äußerst wünschenswert. Nö, aber es ist ja grundsätzlich schon mal nicht verkehrt, dass ich in dieser Folge schon mal wieder bis zur dritten Phase gekommen bin. Naja, was ich auch noch ansprechen... ja, nochmal wegen der Ausweichphase. Von wegen, warum mich das nicht so ärgert. Das ist, liegt einfach daran, dass ich die Referenzen zu den alten Bossen in dem Sinne ja schon mal erahnt habe. Von dem her war es im Endeffekt etwas, was ich gut jetzt nicht mehr hundertprozentig erwartet habe, was mich aber nicht überrascht hat. Und so Sachen, dass Mario auftaucht, ich sag's mal so, bei Mario ging mir ja primär auf die Nerven, dass er, nachdem man ihn besiegt hatte, einfach nicht tot sein wollte. Was er da macht, naja. Er hüpft fünfmal auf die Plattformen und rauscht halt dann nochmal wieder zur Seite raus. Fertig. Wenn ich mich da anständig platziere, hüpfe ich einmal unter ihm durch. Dann muss ich kurz Biolante ausweichen. Und dann halt nochmal dem wieder zurückfliegenden Mario. Das sind im Endeffekt drei Sprünge, die ich machen muss. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich auf der zweiten Plattform von links stehe. Wenn man mal davon ausgeht, ja, drei Sprünge. Und dann ist das gegessen. Das Blutregen-Fiasko, ja, theoretisch könnte es mich auch aufregen. Die Sache beim Blutregen-Fiasko dieses Kampfes ist nur, dass meine Plattform, auf der ich mich befinde, wesentlich weiter unten ist. Wodurch ich die Tropfen schon mal besser einschätzen kann. Und der nächste Punkt ist,
Die Plattformen bewegen sich nicht. Ich habe feste Plattformen. Ich habe nicht diese nach oben, sich die ganze Zeit nach oben bewegende Plattform vom Kampf gegen Shang Tsung. Das war ja auch noch, das war ja so ein großes Problem, dass mich diese Plattform quasi den Blutstropfen entgegengedrückt hat. Und das habe ich halt in dem Fall nicht. In dem Fall sehe ich halt diese Blutstropfen, die wirklich bis ganz oben hinfliegen und dann runterkommen. Und gut, ich meine, wenn da eine blöde Konstellation zusammenkommt, habe ich natürlich trotzdem wieder Pech. Schon klar. Schade, schade, schade. Aber es wird besser. Es wird definitiv besser. Ja, was haben wir sonst noch missing nur? Hat mich im Kampf ja so Zeugs wie Recover aufgeregt. Oder Gast. Mein Hydropumpe war jetzt auch nicht gerade das Angenehmste, aber mit dem konnte ich noch so weit zurechtkommen. Und Hello Kitty. Ja, den Laser im richtigen Moment halt dann erwischen. Entfernung falsch abgeschätzt. Ne, aber das wird ein interessanter Abend dann heute. Weil ich heute wirklich schauen will, einen ordentlichen Schwung aufzunehmen. Da ich jetzt mal davon ausgehen werde, dass ich morgen, ja, ich gehe jetzt mal pessimistisch von 2 Folgen aus, die ich dann aufnehme. Heißt mit der heutigen Folge. Ja, heute Abend müssen das nach Möglichkeit 4 Folgen werden. Also, mal sehen, wie ich nach, na wunderbar, wie ich nach 2 Stunden Boshi nervlich noch beisammen bin. Na gut, ganz so ärgerlich wie zu Zeiten von Sonic ist es ja nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die 2 Stunden lang mein Nervenkostüm soweit behalten sollte, wenn ich mich zusammenreißen kann, sagen wir so, dann habe ich halt die Möglichkeit, innerhalb dieser 2 Stunden einen ziemlich großen Anteil an Erfahrung zu sammeln. Wenn ich das anständig ausnutze, könnte ich mir damit einen ziemlich guten Vorteil verschaffen. Das war gut. Das nicht. Ja, wenn ich die Helligkeit dieser Kugel immer richtig einschätzen könnte. So einen gewissen Blick kriege ich ja langsam dafür. Ein Problem sind halt nach wie vor dann immer noch die Kugeln, die zwischen den Plattformen drin sind. Weil ich bei denen immer noch nicht so ganz weiß, wo ich sie hinlenken sollte. Das Klügste wäre, sie irgendwie gerade nach unten zu lenken. Das wäre eigentlich das Vernünftigste, denn diese Kugeln kann ich nicht anständig auf Solgrin lenken. Selbst wenn ich wollte, müsste ich mich ziemlich blöd neben ihnen positionieren. Und ich glaube, das ist es mir nicht wert. Dazu müsste ich perfekt den Takt im Kopf haben, in dem diese Kugeln fliegen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das war knapp. Ah,
wäre ich ein bisschen später losgeflogen, hätte ich das noch hingekriegt. Und ich sehe schon, ich überziehe gerade wieder. Na gut, letzter Versuch. Schade. Warum müssen die letzten Versuche... Warum kann das Prinzip des guten letzten Versuchs nicht mal wieder auftauchen? Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Wir sind in dieser Folge schon mal wieder bis in die dritte Phase gekommen. Das ist definitiv gut. Wir haben den Tunnel mehr als einmal geschafft. Also insgesamt ist definitiv ein Fortschritt vorhanden. Und ich denke mal, wenn ich da heute Abend anständig durchhalte, ergo für euch in den nächsten 4 Folgen, dann denke ich mal, kann ich da auch ordentlich was rausholen. In dem Sinne würde ich dann sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boshi. Ich bin Xi. Bis dann, Leute.